So, da sind wir wieder. Ich habe gerade im Internet nachgeguckt wegen diesem Bug. Ich habe keine Lösung gefunden, aber ich habe einen einzigen Thread gefunden, in dem jemand genau das gleiche Problem hatte. Pff, aber eine Lösung stand da nicht dabei, einfach, dass man beenden soll, also speichern, beenden und nochmal neu laden. Aber wie man jetzt darum rumkommt oder woran es liegt, keine Ahnung. An den Mods kann es ja nicht liegen, weil es hatten wir auch davor schon mal. Ich hoffe, es passiert uns nicht wieder, weil ansonsten, ja, ganz ehrlich, auch mit unserem momentanen Budget, da können wir wirklich neu anfangen. Ich meine, so weit sind wir es ja auch nicht, dass es arg ins Gewicht fallen würde. Aber wenn es nochmal kommt und wir deswegen irgendwie nochmal ins Minus kommen, ganz ehrlich, da denke ich wirklich drüber nach, einfach nochmal neu anzufangen. So, jetzt aber hier, was machen wir? Fantasy-Strategie. Das heißt, Story-Quest hier, Design, Level-Design, Gameplay. Gott. Ich mach mal die Engine und du machst das Gameplay. Obwohl Strategie, oh Gott, wie war denn das? Story-Quest machen wir mal ein bisschen höher. Ich glaube. Ist Engine oder Gameplay? Mach's mal so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich habe keine Ahnung. Story Quest auf jeden Fall nicht, aber ist, glaube ich, nur so auf dem Minus. Und der Typ ist gerade. Wir könnten ihm hier auch einen Black Bull kaufen. Anlehnung an Red Bull. Das würde den Ausdauerbalken wieder ein bisschen füllen. Allerdings kostet es viel und es bringt es nicht so wirklich. Das heißt, wir schicken ihn kurz in den Urlaub. Ja, bevor Story Quest dran ist. Allzu viel ist es ja noch nicht. Jetzt ist Story Quest dran. Ja, super. Und der ist nicht da. Ach, egal. Dialoge auch eher niedrig. Die machst auch du. KI muss ganz hoch. Oder bei Strategie? Doch, ich glaube schon. Und Level Design machen wir mal so. Boah, ich weiß jetzt echt nicht, ist so lange her. Machen wir es mal so. Oh Gott, das wird so schlimm. Allein dadurch, dass ein Publisher ist, werden wir das Geld bekommen. Wenn wir das selbst rausbringen würden, würden wir gnadenlos untergehen. Wiener Gear wird nicht mehr unterstützt, das ist ja schlimm. Dabei wollten wir doch noch so viele Spiele darauf entwickeln. Oh nein, es scheint so, als hätte das Spiel Zombie Massacre bei seiner Veröffentlichung eine Reihe unentdeckter Bugs gehabt. Einige unserer Kunden haben Probleme damit gehabt und verlangen von uns einen Patch für unser Spiel. Wir können entweder Zeit und Geld investieren, um einen Patch zu entwickeln, oder ihre Bitten ignorieren. Wenn du einen Patch für das Spiel entwickeln willst, klicke einen Mitarbeiter an und benutze das Aktionsmenü, um einen Patch zu entwickeln. Aber warte nicht zu lange. Jetzt muss ich auch noch einen Patch machen. Das hatten wir doch schon mal. Das hat uns auch derbe rausgehauen. Aber wir brauchen die Fans, damit das Spiel verkauft. Und am schnellsten bin ich. Aber jetzt kommt erstmal dieses Fenster. Oh Gott, ich habe keine Ahnung mehr, wie ich das alles einstellen soll. Ist schon so lange her. Spielweltdesign. Sound, was war das? Technik 6040 hier. Ja? Aber Alter, du hast aber keinerlei Technik. Wer macht die Grafik dann bitte? Oh Gott, das Spiel wird so scheiße. Ich weiß es doch jetzt schon. Patch entwickelt, das kostet auch nur 40.000. Erstmal Game Price einstellen. Das wird es aber nicht pausiert. Oh, so machst du den Patch. So schnell wie es geht. Damit wir unsere Fans nicht enttäuschen. Zombie Massacre wurde vom Markt genommen. Wir hauen den Patch trotzdem raus, wenn es funktioniert. Und wir bereiten uns vor, das Spiel fertigzustellen. Warten noch die letzten Punkte ab und dann hoffen wir. Oh nein, wir sehen uns wieder den Minus. Und es kommen auch noch mehr Bugs. Und raus. Wir brauchen das Geld. Sofort. In ein paar Monaten müssen wir das Geld zurückzahlen. Ich wollte es gerade ausrechnen, ist mir aber zu blöd. Story Quest, Spielweltdesign und. Oh nein, noch mehr Gehalt zahlen. Neue Forschung. Simple Quest, Realistic Water, nicht Wetter. Verzweigende Erzählung und Tag- und Nachtzyklus. Hurra.
Scalipony hat kürzlich einen dringend notwendigen Patch für Zombie Massacre veröffentlicht. Ein Fan sagte, ich liebe Firmen wie Scalipony. Das hatten wir doch schon mal. Kunden nicht Geld aus der Tasche ziehen, sondern gleich die ganze Tasche klauen. Dann verstehen wir auch unsere Anliegen und stellen sicher, dass wir unser Spiel auch möglich genießen können. Hurra, Fans! Kleine Auftragsarbeit zwischendurch. Und die Spielebewertungen für Strate Tabbies. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, warum so schlecht? Nein! Alter, es muss mindestens 5 sein. Eine 6, bitte eine 6. Ja! Boah, ich glaube, dann haben wir den Vertrag noch abgeschlossen mit der Mindestbewertung. So, jetzt brauchen wir aber dringend mal ein paar Spieleberichte. Strate Tabbies, Zombie Massacre. Damit wir später besser machen können. Und Vor Ort zur Hölle bitte einmal. Und hier verkauft sich schon wesentlich besser und wir kriegen endlich mal ein bisschen Geld in die Kasse. Rockville Softworks, der Spieler hat die geforderten Bewertungen erreicht. Wir freuen uns auf zukünftige Geschäfte. Was ich schade finde und was wahrscheinlich nicht geht, ist, wenn wir das Geld zusammen haben, dann gleich der Bank zurückzahlen, dass wir dann später das nicht nochmal machen müssen, falls wir doch noch irgendwie wieder in die Krise kommen oder so. Einfach nur zur Sicherheit. Ich glaube, da müssen wir wirklich abwarten und uns irgendwie über Wasser halten. Oder jedenfalls über diese 1 Million Grenze. Aber da müssen wir erstmal hinkommen. Stadtsimulation, großartige Kombination, Sound, sehr wichtig. Zombie-Massacre, Zombies, Action, großartig, Spielweltdesign, nicht sehr wichtig, Action, PC, gut. Und das letzte. Na? Strate Tabis Fantasy Strategie, großartig, Story Quest, nicht sehr wichtig. Sound, sehr wichtig. Ah, okay, mehr als Grafik. Das ist ja gut zu wissen. Strategie PC, großartig. Kinder PC, okay. Das konnte ich mir ja nicht aussuchen. Also, jetzt haben wir ja wieder ein bisschen Geld. Können nochmal. Hier was machen. Ein Publisher-Vertrag. Nochmal ein Strategiespiel? Wenn Fantasy gut ist. Was ist da mit Dark Fantasy? Muss ja auch großartig sein, oder? Wobei für Kinder? Machen wir ein Actionspiel für den Gameling mit mindestens 6. Oh Gott. Ich setze einfach voll auf die Publisher-Kraft, dass die das Spiel bewerben, dass wir viele Einheiten verkaufen und dementsprechend einiges an Geld bekommen. Weil das ist meiner Meinung nach wirklich die einzige Möglichkeit, irgendwie gescheit rauszukommen. So, Actionspiel. Wie machen wir das? Was hatten wir denn bisher? Ich weiß doch gar nicht. Nicht, dass wir uns allzu sehr wiederholen. Vielleicht Rennsport-Action. Rennsport-Simulation, Rennsport-Action. Ist doch bestimmt eine gute Idee. Rennsport, alle. Ja. Ne? Warum nicht? Obwohl, für den Gameling, Rennsport-Kinder. Ja, bestimmt auch gut, oder? Mario Kart, sowas in der Art, ne? Warum eigentlich nicht? Mario ist gar nicht. Warum? Ja, komm, machen wir es einfach. Wir können es uns ja leisten, zum Glück. Annähernd. Also, Engine ganz so, Gameplay bisschen runter, Story Quest noch weiter runter. Gut. Markt hat sich wieder normalisiert, meinetwegen. Keine Ahnung, was vorher war. Wahrscheinlich immer noch die Rollenspiele. Ich mache jetzt kein Marketing, weil wir ja einen Publisher haben. Ach, ein Actionspiel. Ich dachte gerade, wir machen Simulation. Ah, egal. Ich habe mich eher an die Zeichen da unten. An den Zeichen da unten orientiert. Aber dann war Story Quest wahrscheinlich zu hoch. Also Dialog, ach komm, mach mal Dialog einfach mal ganz nach unten, einen Ticken höher. Du machst die Dialoge, Level Design, KI. Level Design, na Alter, der braucht Technikpunkte. Und wir brauchen einen Techniker. Wir müssen uns schnell einen vierten ranholen, auch wenn es teuer wird, aber da werden für unsere Spiele wahrscheinlich um einiges besser. Ach komm, wisst ihr was hier? Es war kurz vor der Messe, ne? Da haben wir ja noch ein bisschen Zeit.
Ach, scheiß drauf. Volles Risiko. Spielepreis 20. Jawohl. Grafik ganz so, Spielweltdesign eher runter, Sound auch noch ein kleines bisschen runter. Wie ist das? Sebastian, kann ich Grafik machen? Nein. 128, 133, doch, dann mache ich die Grafik. Bin da auch ein bisschen besser. Spielweltdesign und Sound, damit sie nicht allzu überfordert sind. Wir brauchen einfach mehr Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe echt ein ungutes Gefühl. Was haben wir jetzt hier? 127, 272. Wir brauchen einen Techniker. Oh, sehr schön. Oh, der ist aber viel schneller. Level 3, Level 3. Kostet doch weniger. Hat zwar wenig Designpunkte, ist quasi das gleiche Problem wie bei unserem Designer, ne? Wenn der irgendeine Aufgabe macht, die auch ein bisschen von einem anderen Gebiet braucht, dann ist er nicht so gut dabei. Aber wir können sie ja noch hochleveln. Ah, du kriegst jetzt kein Training und die müssen dringend in Urlaub. Nee. Urlaub waren sie gerade. Das habe ich gerade gewundert. Das ist, weil die unterfordert sind. Wahrscheinlich, weil sie die ganze Zeit Spiele raushauen müssen. Stratetabis wurde vom Markt genommen. 834.219 Stück verkauft und einen Umsatz von 1,5 Millionen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Mitarbeitereinarbeitungstraining ist mir jetzt egal. Machen wir es später. Ich will erstmal eine Spiele raushauen, dann kann sie sich einarbeiten. Der vereinbarte Vertrag wurde in 3 Monaten fällig. Durch den Publisher werden wir das schaffen, da bin ich jetzt zuversichtlich. Dazu müssen wir das Spiel nur noch rechtzeitig rausbringen. Und hoffentlich macht Rainer Brock jetzt nicht so viele Bugs rein und die anderen auch nicht. Raus! Keine Zeit zu verlieren. Scully Kart, das Rennsport-Action-Spiel für Kinder auf dem Gameling. Dialoge, Level Up. Obwohl wir sie fast auf Null hatten. Dialogbaum freigeschaltet. Hurra. Du kriegst dein Einarbeitungstraining für 10.000. Die Bewertungen kommen rein. Oh Gott. Oh Gott. Ich schäme mich so. Ich schäme mich so. Was war das? Mindestens 6, oder? Oh, es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht. Wir kommen und kommen nicht auf eine gute Bewertung. Boah, Alter. Dabei brauchen wir doch das Geld. Wir sind doch so jung. Machen wir hier mal ein bisschen was anderes, als die Balken wieder hochgehen von der Effizienz. Erfüllt nicht die Erwartungen, Vertragsstrafe. Boah, 115 dafür nehmen wir aber trotzdem mehr ein. Das ist zu viel, das ist zu viel. 4 Wochen, 3 Wochen. Nein. Nicht, wenn die nicht da ist. Dafür haben wir zu wenig Technikpunkte. Wir haben das Geld für die Bank auf jeden Fall zusammen, aber wenn es eingezogen ist, haben wir auch wieder nicht wirklich viel, um ein weiteres Spiel uns irgendwie zu finanzieren. Rennsport Action gut. Sound sehr wichtig. Ja, wunderbar. Infento hat heute die nächste Generation seiner Spielekonsole mit dem Namen TS64 angekündigt. Sie wird in den kommenden Monaten erwartet und ist weltweit die erste Konsole, die 64-Bit-Prozessoren für Grafik und Sound verwendet. Laut Infento ermöglicht dies eine noch nie zuvor gesehene realitätsnahe 3D-Grafik. In den letzten Jahren hat die Super TS einen großen Marktanteil zugunsten von moderneren Konsolen verloren. Experten sind von der Hardware der TS64 sehr beeindruckt. Sie drücken allerdings ihr Unverständnis darüber aus, dass noch immer ROM-Module anstatt der viel günstigeren CD-ROMs, die darüber hinaus auch mehr Speicherplatz bieten, verwendet werden. Trotzdem ist die TS64 eine sehr beeindruckende Konsole. Nintendo kündigte eine aggressive Preispolitik gegenüber Sonys Play-System an. Aha. Ist ja wunderbar.